haben wir mit Idris Wuka unseren Sechser gefunden. Das sind die Kandidaten. Es ist offiziell bestätigt, wir wollen noch einen Sechser holen. Dazu und noch mehr nach dem Intro. Ja, Leute, erstmal herzlich willkommen zurück bei Real Nicole. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute mal wieder mit einem Transfersgerüchte-Spezial, sage ich mal, denn wir haben hier mehrere Namen, über die wir reden müssen. Zum einen einen Namen, der durch komplett Instagram gestern, vorgestern kursiert ist, wo eigentlich viele schon gesagt haben: Oh, das könnte auch jetzt schnell gehen, nämlich Idris Wuka. Ich habe hier vor mir alles bereitgelegt, alle Namen, die wir besprechen. Dazu werde ich kurz was sagen. Und ja, fangen wir aber mit Idris Wuka an, beziehungsweise nein, machen wir nicht. Wir fangen mit Kofelds Worten an. Kofeld hat auch nochmal Eras, sag ich mal, öffentlich kritisiert, indem er gesagt hat, dass er da teilweise bei Eras die Pässe zu unsicher sieht, zu unsauber sieht. Und ja, es klang alles so ein bisschen so, als ob er sich so ein bisschen Sorgen macht, mit jemand wie Eras in die Saison zu gehen. Es war auch schon wieder so ein Indiz dafür, dass kein Gruev oder ein Bobben so Kandidaten hinter Eras sind, dass Kofeld mit ihnen wirklich als reine Sechser plant auf Langzeit, sondern wirklich vielleicht mal ranführen will, ab und zu mal reinwirft, aber es keine Sechser sind, die ihre Chancen so kriegen werden, dass wir keinen Neuzugang brauchen, so wie es scheint. Ja, kurz danach kam im Prinzip schon das, womit man auch hätte rechnen können. Es wurden wieder viele Namen in den Raum geworfen. Es ist immer noch so, Rashica ist immer noch nicht weg. Das heißt, wir haben eigentlich kein Geld. Die Frage ist, wie kommen diese Namen zustande? Ganz einfach, viele spekulieren einfach. Es wird spekuliert, ja, wenn Rashica geht, dann sind ja die Millionen da, dann könnte man den und den holen. Genauso wie Leihgeschäfte oder Kaufverpflichtungen für nächstes Jahr dann. So könnte man aktiv werden. Unter anderem ist so auch der Name zustande gekommen, Idris Wuka. Der spielt beim FC Luzern, ist 1,81 groß, Defensiv-Mittelfeldspieler, kann aber auch im Zentralmittelfeld und auch auf beiden Innenverteidigerpositionen spielen. Ist 23 Jahre jung, also tatsächlich noch ein relativ junger Spieler. Hat einen Marktwert von 3,2 Millionen, er war auch schon mal bei 4 Millionen. Und nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus. Das heißt, es ist seine letzte Saison sozusagen. Danach wäre er ablösefrei. Dieser Name ist durch die ganzen Medien, überall bei Instagram etc., komplett durchkursiert. Ganz viele Werder-Seiten haben ihn repostet. Viele haben die Artikel nicht gefunden. Wenn ihr Artikel dazu lesen wollt mit Verbindungen in Bremen, dann müsst ihr auf den Schweizer Seiten surfen, sag ich mal. Beziehungsweise nicht Richtung Bild etc. suchen, sondern gucken, was wurde aus der Schweiz vermeldet. Denn daher kam dieses Gerücht und daher kam auch dieser Artikel. Für die Leute, die ihn gesucht haben, schaut da mal nach, da werdet ihr den finden. Und ja, das ist der Name, der momentan also im Gespräch ist. Der Junge kommt aus dem Kosovo. Ich kenne ihn selber gar nicht, kann gar nicht viel dazu sagen. Ich kann sagen, die Eckdaten sehen gut aus. Er ist nicht so teuer. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Man könnte ihn vielleicht dadurch billiger auch bekommen, vielleicht sogar für 2 Millionen. Und aufgrund seines Alters könnte man das rein theoretisch versuchen. Ich tue mich da aber schwer mit, denn er spielt halt in der Schweizer League und dann einen Schritt in die Bundesliga ohne Vorbereitung, schwierig. Schreibt mir gerne eure Meinung übrigens zu jedem Spiel in die Kommentare. Wir machen weiter mit Sebastian Vassiliadis. Ich hoffe, diesmal spreche ich ihn richtig aus. Den haben wir im Livestream schon öfters besprochen. Eine Art Zweikampf, Eckpfeiler, sage ich mal. 22 Jahre, 1,77, Grieche Deutschland. Also halb Grieche, halb Deutscher. Kann im Zentralmittelfeld, Offensivmittelfeld sowie im defensiven Mittelfeld spielen. Ist auch 3,2 Millionen wert und sein höchster Marktwert war bei 4 Millionen. Und sein Vertrag geht bis, richtig, nächstes Jahr. Also läuft auch nächstes Jahr aus. Wäre dann auch ablösefrei. Auch ihn könnte man eventuell günstiger bekommen. Ja, ich finde ihn sogar relativ, also ihn sogar interessanter, dadurch, dass er halt letztes Jahr schon in der ersten Liga gespielt hat. Ja, ich denke, das ist also so von den Eckdaten her ein Spieler ist, der interessant für die erste Liga ist. Es ist aber halt auch das Gerücht sehr, sehr hoch, dass Bielefeld wohl an ihm interessiert sein soll. Da frage ich mich halt dann wieder, warum beschäftigt sich Bremen mit dem Mann nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei Paderborn ein so hohes Gehalt bekommt. Plus, nächstes Jahr ist er ablösefrei. Also ist er erst noch jung. Er hat schon Bundesliga-Erfahrung.
gerade so als Backup, wenn man, weil scheinbar wollen wir ein Backup für Aggression, keinen direkten Konkurrenten, wäre so jemand eigentlich extrem gut. Genauso wie den nächsten Namen, den ich jetzt nenne, Kevin Stöger. Also immer noch, Jungs, ich weiß, wir haben da geteilte Meinung gehabt, auch in den Streams. Stöger ist ein ablösefreier Spieler, der im Mittelfeld eigentlich überall eingesetzt werden kann. Natürlich haben wir damit keinen klassischen Sechser, da gebe ich euch vollkommen recht, und ich hätte auch lieber einen klassischen Sechser. Dennoch kann er im zentralen Mittelfeld spielen, und ich denke auch ein Kofeld, der schon einigen Leuten, gerade auch Rashica, viel in der Rückwärtsbewegung beigebracht hatte. Jetzt, ich spreche jetzt im Sinne von offensiven, defensiven Aufgaben geben, genauso wie Sargent auf dem Platz arbeitet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Kofeld auch einen Stöger zu einer Art Sechser umformen könnte. Und er ist, wie gesagt, ablösefrei. Ist zwar schon 27, aber als Backup, warum denn nicht? Als ablösefreier Spieler kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich weiß nicht, warum man sich vielleicht nicht beschäftigt. Vielleicht hat man das auch schon, vielleicht hat man ja auch ausgeschlossen, das können wir nicht sagen. Aber ja, das ist für mich immer noch jemand, wo ich sage, mit dem müsstest du dich eigentlich beschäftigen. Okay, das sind die Kandidaten, die sehr realistisch sind. Jeder von denen, ich glaube, da braucht keiner von euch irgendwas groß gegenschreiben, oder ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Nur von den Eckdaten her ist keiner von denen unmöglich, unbezahlbar oder sonst was. Es kann natürlich sein, dass der eine mehr zu geben hat, der andere weniger. Da bin ich in dem Fall sehr gespannt auf eure Meinung. Ihr kennt meine Meinung schon. Ich werfe immer wieder auch gerne Namen eigentlich rein. Hab das heute mal ein bisschen sein lassen. Ich sage immer noch, ich vergleiche jetzt mal. Ich werde auch Delaney mal aufs Stump packen. Ich würde gerne einen Spieler wie Delaney bei uns sehen. Nicht Delaney, Delaney will es bei Dortmund durchbrechen, aber einen Spieler wie Delaney würde ich gerne bei uns sehen. Einen kompletten Kämpfertyp, der auch ein bisschen offensiv was kann, auch nach vorne geht, nicht zu langsam ist, aber dennoch ein Zerstörer sein kann. Das hätte ich halt gerne in Bremen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Schreibt auch wieder Namen hier rein. Wir können bis zum 5. Oktober gerne in unseren Transfer-News folgen. Das so machen, dass wir mehrere Namen diskutieren, so wie heute. Wir haben heute mal drei Namen, sag ich mal, uns mehr mit beschäftigt. Und ja, ihr könnt, wie gesagt, euch eure Namen reinschreiben. Was sagt ihr zu denen her? Was würdet ihr in der nächsten Folge gerne besprechen? Ich denke, es ist klar, eigentlich brauchen wir nur über unseren Sechser zu diskutieren. Plus Rashica Abgang, dann geht das Ganze halt nochmal ein bisschen mehr los. Und ja, ich muss euch sagen, ich bin schon sehr gehypt aufs Wochenende, auf den Samstag. Da fieber ich schon so ein bisschen. Und ich kann euch auch sagen, ich werde morgen, so wie es aussieht, live gehen. Ich freue mich, wenn ihr mit am Start seid wieder. Wir werden uns dann morgen wiedersehen im Livestream. Und ja, dann werden wir alles weitere besprechen für die Woche und wie es dann weitergeht mit der Bundesliga. Seid gespannt, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Ciao.